Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Hallo Leute, willkommen zurück bei Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind immer noch im Haus des Barons, haben wir ja in der letzten Folge sind wir ein paar Spuren nachgegangen, denn der Baron vermisst seine Frau und seine Tochter. Und aus diesem Grund müssen wir als nächstes zum Weidler. Und ja, wir werden mal rausgehen jetzt. Denn hier sind wir soweit fertig. So, ja, dann gucken wir uns hier erstmal um, würde ich sagen. Ich wünsche euch die Pocken. Was willst du? Langeweile? Dreckskerl. Ich glaube, es hackt. Langeweile? Du wirst am Galgen enden. Naja, du Arschkrampe. Naja, geh mir nicht auf den Sack. Wenn der Baron getrunken hat, wird er wütend. Und er trinkt andauernd. Wir sehen uns nach dem Endscreen wieder, du Arschkrampe. Und jetzt gucken wir uns erstmal um hier. Was ist das für ein Tor? Eine Scheune. Du suchst Ärger. Lass es bleiben. Der kommt schon von allein. Hexer, die Götter haben dich geschickt. Echt? Einen guten Tag. Ich dachte, der hat jetzt irgendwas für uns. Das können wir öffnen. Warum sollten wir das tun? Ist es wichtig, woher das Essen stammt? Solange die Schüssel voll ist, nicht meine Schuld, dass er unter den Wirten begraben liegt. Warum musste er auch... Nun gut, hier gibt's... Was hat der gesagt? Jetzt habe ich nicht zugehört. Ich glaube, der hat irgendwas Interessantes erzählt. Ach, hier können wir noch hoch. Ja, wir gucken uns jetzt erstmal hier alles ganz genau an. Kann sein, dass die ganze Folge hier, dass ich mich hier nur umgucke. Ich weiß es noch nicht genau. Aber ich will ja auch nichts verpassen irgendwie. Was ist das da für eine Kiste? Die sieht interessant aus. Eisenerz, Meteoritenbarren, Schweinehaut, Holz, Schema, Fährtenleserhose und Kronen. Ja, können wir alles gebrauchen. Und hier können wir wieder runter. Und dann gucken wir mal weiter. Da ist eine Höhle. Alter, was für... Ich reg mich da jetzt nicht mehr drüber auf. Nein. Ach, okay, das ist der Brunnen. Ich verstehe, das ist der Brunnen, aus dem wir gekommen sind. Und hier sind lauter Pflänzchen. Die sammeln wir mal alle ein hier. Und da liegt, glaube ich, ein Zettel. Ein Liebesbrief. Ja, nehmen wir mal mit. Gucken wir uns mal an, was da so drin steht. Ein Liebesbrief. Mein geliebter Mann, wie ich nach deinem letzten Brief Wie war ich nach deinem letzten Brief erleichtert? Ich bin so froh, dass du nach der Verletzung auf dem Wege der Besserung bist. Mir ist klar, wie es dich betrüben muss, die nächsten Wochen in einem Feldlazarett verbringen zu müssen. Aber mein Herz ist voll der Freude darüber, dass du nicht mehr dein Leben auf dem Schlachtfeld riskierst. Tamara wächst und wächst und wächst. Sie kann sogar schon stehen, wenn sie sich festhält. Natürlich ist sie noch recht unsicher auf ihren kleinen Pummelbeinchen. Man muss ständig auf sie aufpassen. Wann immer ich mich abwende, klettert sie auf den Tisch und schnappt sich, was ihre Händchen zu fassen kriegen. Gestern hätte sie beinahe einen Topf mit heißer Suppe über sich geschüttet. Ich glaube, ich werde die Müllerstochter als Hilfe einstellen, sonst fürchte ich, dass ich bald zu langsam für Tamara sein werde. Vor allem jetzt, da du fort bist und ich die Hausangelegenheiten sämtlich alleine versehen muss. Ne? Lieber Philipp, ich vermisse dich schrecklich und kann deine Rückkehr kaum erwarten.
Ich bete jeden Tag zu Melitele für deine Gesundheit und die unserer Tochter und darum, dass unsere Familie bald wieder vollständig ist. Hoffentlich ist dieser furchtbare Krieg bald vorbei. Ich liebe dich. Für immer dein. Anna. Interessant. Der scheint ja schon was älter zu sein, dieser Liebesbrief. Weiß gar nicht, was da hier rumliegt. Und ja, das klingt ja alles sehr harmonisch, muss ich sagen. Und also die meisten Pflanzen sind wahrscheinlich da unten. Hier sind ein paar. Ich habe es nicht vor, da durch den Brunnen wieder rauszugehen hier. Das Licht wollte ich jetzt auch nicht rausmachen. Ich wollte hier Pflänzchen sammeln. Halt, da ist noch eins. Ja, diese scheiß Lampe. Ich denke, das haben die gepatcht. Oder kann sein, dass das erst in der nächsten Version gepatcht ist. Ich weiß es nicht genau. Oder aber eben nur bei Kisten. Also es war wohl auf Kisten bezogen. Dass man Kisten schlecht öffnen konnte, wenn da irgendwie so ein Lichtlein daneben war. Ich habe da bisher eigentlich nicht so die Probleme gehabt. Nur, dass man so an manche Dinge, an manche Lämpchen oder Fackeln oder so ziemlich dicht rangehen muss. Da haben wir auch noch eine Tür. Aber die können wir nicht. Hier geht noch eine Leiter hoch. So können wir vielleicht einen Blick nach draußen werfen. Ja, ich würde die gerne benutzen, die Leiter. Können wir nicht. Können wir nicht benutzen. Hier können wir noch hoch. Was gibt's hier? Okay, hier stehen auch ein paar Wachen. Oh, ein netter Ausblick von hier oben auf jeden Fall. Und besser nicht runterfallen. Ganzer Schwarm Vögel da. Die Details finde ich echt klasse, die die hier eingebaut haben. So, dann gehen wir mal wieder runter. Und gucken wir weiter. Da waren wir. Bam, 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 bam. Achso, da, das ist das Haus eben. Ich sag euch, wer ist da drin schon? Sag euch, wo die Beute ist. Deine Kumpels haben die Beute längst unter sich aufgeteilt. Das hätte ich jedenfalls gemacht. Bitte, ich flehe dich an. Spar dir die Kräfte. Stirb mit ein bisschen Würde. Dann können wir wohl nicht eingreifen, ohne dass wir Ärger kriegen. Okay, was haben wir hier? Hier schläft einer. Da geht es noch nach unten. Und hier steht eine Kiste. Öl, Weinstein, Schema Harpie und Manuskriptseite Insektoidenöl. Und eine metinische Klinge. Okay. Die will ich mir mal angucken, diese Klinge. Nichts Besonderes. Nichts, was in irgendeiner Form ist besser, das, was wir schon haben. Aber wir müssen natürlich gucken, dass wir unsere Sachen auch repariert kriegen. Deshalb sollten wir auf jeden Fall erstmal zum Schmied. So, wir haben. Wir müssen die Pferde tränken. Hier ist ein Schleifstein, sehr schön. Und hier ist eine Bank. Du bist bleich wie Milch. Und unsere Gegenstände wurden aufgewertet. Sehr schön. Was machst du da? Hey Jungs, kennst du das durch? Ob wir mal losziehen und uns Modell die Bestie vorknöpfen? Die Alte vom Schmied? Die mit der Zahnlücke? Keine schlechte Idee. Die hat tolle Möpse. Ich rede von dem Kreischling. Der verwüstet gerade den Bauern die Stelle. Spinnst du? Haben wir uns hier einen Helden eingefangen? Will der den Pöbel retten? Wir gehen erstmal zum Schmied, bevor wir uns hier aufregen. Und das ist wohl der hier. Und, oder sie hier. Joanna.
Was kann ich für dich tun? Oder Joanna, wie auch immer. Ja, was hat sie denn auf Lager? Was verkaufst du? Was kannst du empfehlen? So, was hat sie denn da? Glyphen Anfänger Rüstungsreparaturset. Was kostet das? 38. Aber ich glaube, davon haben wir noch drei. Ja, nichts, was jetzt irgendwie interessant sein könnte. Scheuklappen haben wir bereits. 70 Kapazität der Satteltaschen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir haben. Lassen wir es erstmal. Und wir könnten mit ihr Gwyn spielen und sie hat einen interessanten Akzent. Habe ich jetzt zwar noch nicht gehört, aber okay. Ein merkwürdiger Akzent. Kommst du aus Gellige? Aus Artskellig. Ich habe meine ganze Kindheit in Holmstein verbracht. Warum bist du denn ausgereist? Ich hatte schon immer eine Vorliebe für die Schmiedekunst. Die ganze Zeit habe ich in der Schmiede gesessen. Ich liebte es. Die Wärme der Öfen, den Geruch vom heißen Eisen, das Donnern der Hämmer. Als ich 17 wurde, hat mein Vater gesagt, er könne mich nichts mehr lehren. Er hat mich in die Welt geschickt, damit ich noch besser werde. Nach ein paar Jahren wurde ich Schmiedemeisterin. Dann ist aber der Krieg ausgebrochen und so bin ich hier gelandet. Mhm. Ja, Gwint habe ich jetzt nicht wirklich Bock drauf. Wohl. Und dann reden wir mal mit ihm hier. Wie kann ich helfen? So, was hast du im Angebot? Kannst du meine Rüstung anfertigen? Hältst du von Ründchen Gwint? Ja, klar. Aber hier, ich suche einen Meisterschmied. Ja, suchen wir einen? Na klar. Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig. Faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Das wäre in der Tat interessant, aber ich denke, stabil und leicht reicht völlig. Bequem, stabil und leicht reicht mir völlig. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skellige Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben, die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Ja, das ist ja dann selbstverständlich. Wisst ihr denn, wo die Schmiede ist? Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. Neue Quest, meisterlicher Rüstungsschmied. Könnte interessant sein, aber ich glaube, bis Skellige dauert es noch ein bisschen. Aber wir waren noch nicht fertig mit dem Schmied. Wie kann ich helfen? Erstmal will ich dir meinen ganzen Scheiß verkaufen. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. So, erstmal verkaufen wir unseren ganzen Mist hier. So. Natürlich nicht die Viper-Schwerter, aber dieses Welener Langschwert kann weg. Die metinische Klinge kann auch weg. Das natürlich nicht. Das kann weg. Kann auch weg. Kann auch weg. So, dann haben wir hier noch eine Jägerhose, die wir nicht brauchen. Kavalleriehandschuhe, die wir nicht brauchen. Das ist unsere Kermor-Hinrüstung. Ich weiß nicht, ob wir die vielleicht können wir die ja verbessern oder so. Ich weiß es nicht. Aber hier, die können noch weg.
Ich neige ja fast dazu, hier diesen nilfgaardischen Scheiß auch langsamer loszuwerden hier. Das kostet nur Platz. Komm, bringt Geld. Die Schuhe auch. Ja, dann haut das auch weg. Was ist das hier? Mittagserscheinungstrophäe, die behalten wir. So, was haben wir noch? Der Ring, der goldene Rubinring. 59 bringt er, ja, hau mal weg. So, jetzt gucken wir bei ihm. Der hat hier noch Anfänger-Rüstungsreparaturset. Da haben wir allerdings noch drei von. Der hat auch nur eins, wie es aussieht. Wir nehmen das eine mal mit. Und dann hat er hier lauter Schemata. Ja, die brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht. Was hat er sonst Interessantes hier? Pflege dein Schwertsoldat und Heimwerker-Enzyklopädie. Bringt uns das was? Gute Frage. Pflege dein Schwertsoldat. Ich kaufe das mal. Und das war's. Und wir lesen mal in dieses Buch rein. Leb wohl. Möglicherweise bringt uns das ja irgendwie Vorteile im Umgang mit den Waffenreparatursets oder so, dass die Waffen irgendwie stabiler werden, keine Ahnung, oder länger halten. Das Buch. Lesen. Soldaten können dreckige Wämser tragen, schweißgetränkte Fußklappen und fleckige Beinschienen. Sie mögen unrasiert umherlaufen, bis zum hohen Himmel stinken oder die Räude haben. Aber ihr Schwert muss stets glänzen, als käme es direkt von der aus der Schmiede. Denn in der Schlacht retten saubere Kleider und eine Erscheinung, die dem Auge schmeichelt, niemandem das Leben. Im Gegensatz zu einem Schwert, vorausgesetzt, es wurde gut gepflegt und der Mann am stumpfen Ende weiß, was er tut. Wie soll man also die Klinge pflegen? Ganz einfach. Nach jeder Schlacht entferne man Blut und Gedärm. Nehme einen ölgetränkten Leinenfetzen und reibe die Klinge gründlich damit ab. Wer im Sumpf oder im schweren Regen kämpft, tut gut daran, das Schwert mit Bienenwachs zu überziehen. Aha. Die Schneiden schärfe man regelmäßig mit Hilfe eines guten Schleifsteins. Es ist wichtig, sich dafür Zeit zu nehmen. Jede Bewegung führe man so ruhig und achtsam aus, wie man seine Braut in der Hochzeitsnacht streicheln würde. Setzt das Schwert Rost an, zeigt dies, dass es einen schlampigen, faulen Ochsen zum Besitzer hat. In diesem Fall nehme man eine Handvoll Sand und scheuere die Klinge, bis die Flecken verschwunden sind. Dabei gebe man Acht, sich nicht in die Finger zu schneiden und sie auf diese Art ihrer Nützlichkeit zu berauben. Okay, hat uns das was gebracht jetzt? Nö. Sieht nicht so aus. Ich hätte jetzt echt erwartet, dass das irgendwie die Haltbarkeit der Waffe erhöht. Bin ich ein bisschen traurig. Ja, dann gehen wir den da gleich wieder. Wie kann ich helfen? Na, das kauft er bestimmt nicht wieder zurück. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Jetzt bin ich echt sauer. Ja, war ja so klar, dass er es nicht wieder zurückkauft hier. Scheiße. Das hat 71 Tacken gekostet. Leb wohl. Okay, achso, wir müssen noch reparieren. Ah. Wie kann ich helfen? Das Wichtigste. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Joa, und, nee, einmal zurück und... Nee, auf Handwerk wollte ich nicht. So, reparieren. Was kostet das? 175? Ja, ich würde sagen, wir reparieren alles. Und alles Sachen, die wir brauchen. So, dann hätten wir das. Könnte natürlich noch ein bisschen was zerlegen. Weiß nicht, ob es was bringt. Was kann er denn herstellen? Okay, also die Kavalleriehandschuhe, die brauchen wir allerdings nicht jetzt. Hose. Der hat richtig viel Kohle, sehe ich gerade. Kann man das vergleichen? Die Fährtenleserhose. Also die ist in jedem Fall besser als die, die wir gerade tragen. Sollten wir uns vielleicht basteln. Haben wir mal gemacht.
So, dann benötigte Stufe 16. Ach, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet übrigens. Scheiße, siehst du, die können wir nämlich gar nicht tragen. Erst wenn wir wieder eine Stufe aufsteigen. Ne? Das war doch bescheuert gerade. Hier, der Schatzjäger Gambeson, der ist besser als das, was wir tragen. Und wir können es tragen. Das nehmen wir also mal mit. Vielleicht noch ein paar ordentliche Stiefel. Ne, da haben wir nichts. Das mit der Hose ärgert mich jetzt natürlich, ne? So. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Ja, da war ich einen zu weit gerade. Leb wohl. So, und dann trecken wir das direkt mal an. Ja, wie ich gesagt, die Hose. Ja, da müssen wir noch eine Stufe aufsteigen, aber das Ding können wir tragen. Naja. Und dann könnten wir das verkaufen. Moment, das machen wir doch eben nochmal kurz. Wie kann ich helfen? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. So, was gibt's dafür jetzt? 47, das ist eine ganze Menge. Da hätte man schon das Buch schon fast raus. Was gibt's denn für die Hose? 28. Die behalten wir aber. Leb wohl. Oh. So, und jetzt sollten wir langsam mal gucken, dass wir hier wegkommen. Ob wir mal losziehen und uns die Bestie vorknüpfen. Die alte von Fried, die mit der Zahnlücke? Keine schlechte Idee. Die hat tolle Möpse. Ich rede von dem Kreischling. Der verwüstet gerade den Bauern die Stelle. Spinnst du? Haben wir uns ja. Ich will mich natürlich auch genau umschauen. Es dürfte also eine relativ langweilige Folge möglicherweise sein. Ich weiß es nicht. Aber, ja, es gehört halt auch dazu. Hier ist noch eine Anschlagtafel. Ich würde sagen, die gucken wir uns noch an. Und dann sind wir durch mit dieser Folge. Und dann können wir in der nächsten Folge wieder, uns ins Getümmel schmeißen. So, was haben wir da? Erstklassige Pilzgründe. Im tiefen Wald findet sich ein Unterholz, wo man stets zahlreiche Pilze sammeln kann. Ich zeige den Weg gegen entsprechende Entlohnung, auf dass die Kleinen nie mehr vor Hunger weinen. Sophie. Bekanntmachung. Hiermit sei zu wissen und kundgetan, dass jeder, der seine feudalen Abgaben an die Burg nicht leistet, hart bestraft wird. Die Hinterziehung von Lebensmitteln wird mit 50 Peitschenhieben geahndet, die unverzüglich und ohne Gnade an alt oder jung, Mann wie Frau vollstreckt werden. Ja, das ist alles super nett hier. Gwind, neue Spieler gesucht. Die Gauner, eine Gwind-Spielergemeinschaft in Krähenfels, sucht neue Mitglieder und Gegner. Erfahrung erwünscht, doch auch Neulinge sind willkommen. Denen bringen wir alles bei. Was sie in den Übungspartien an Geld verlieren, kriegen sie allerdings nicht wieder. Das dachte ich mir schon. Weitere Informationen gibt es beim Vorsitzenden Philipp Strenger, bekannt als blutiger Baron. Das heißt, wir können möglicherweise mit dem auch später Gwind spielen. Interessant. Faustkämpfe. Wer seine Männlichkeit im Ring beweisen will, der komme vorbei und trete gegen die besten Kämpfer weit und breit an. Der Schmied Stan Fischfresser, Jonas und den Feldwebel. Das würde ich gern tun. Auftrag Kreischling. Wen es interessiert, hiermit sei kundgetan, dass der, der den Kreischling erlegt, das Monster, das sich bei Krähenfels eingemischt hat und Mensch und Vieh tötet, eine stattliche Belohnung erhält. Achtung, diese grässliche, gefährliche Kreatur erfordert einen ausgebildeten Kämpfer, nicht nur einen Haufen Bauern mit Mistforken. Chat von Krähenfels. Und dann haben wir noch Pferderennen. Wer es noch nicht weiß, wir veranstalten hier Pferderennen. Wer mitmachen will, kommt zu mir. Ich erkläre alles Weitere. Aber damit es gleich klar ist, es gibt eine Teilnahmegebühr. Wer pleite ist, soll sich verpissen. Radko. Okay, interessant. Das neue Quest, fliegende Fäuste. Gwind, Spieler in Wählen.
und rennen. Und Auftrag Kreischling. Ich glaube, das sollte es jetzt gewesen sein. Und jetzt gucken wir mal auf die Karte. Ich habe ja die eine Quest gerade mal aktiviert. Wo müssen wir denn da hin? Ach du Scheiße, da müssen wir hin. Nee, das ist ein Anschlagbrett. Aber trotzdem müssen wir da hin, das ist markiert. Okay, fliegende Fäuste. An dieser Stelle. Machen wir. Allerdings, wir sind jetzt hier sowieso hier bei in der Nähe von Schwarzzweig. Und wir müssen ja zum Weidler. Und das wird auf jeden Fall unser nächster Weg sein. Deswegen aktiviere ich das direkt mal wieder. Und ja, in der nächsten Folge begeben wir uns dann zum Weidler. Wobei, jetzt latsche ich hier erstmal nochmal runter, ob es hier noch irgendwas gibt. Nicht, dass wir hier in der nächsten Folge direkt wieder aufgehalten werden. Was ist hier los? Nichts Besonderes, wie es aussieht. Die Pocken und der Durchfall alle treffen, die ein Schwein halten. So, hier ist der Ausgang. Oder auch nicht. Jetzt können wir auf jeden Fall überall die Hütten betreten. Was haben wir hier Interessantes? Tagebuch eines Feuerschluckers. Zwergenschnaps und Alkohest. Können wir gebrauchen. Ja, ich werde langsam doch ein bisschen dreister, glaube ich. Zerbrochene Hake, nein, die will ich nicht haben. Wir müssen uns sowieso mal demnächst mal damit beschäftigen, auch mal Teile zu zerlegen, um daraus dann eben noch, ja, wieder andere Gegenstände herstellen zu können. Aber das meiste hat ja immer direkt auf Anhieb geklappt bisher. Ja, ich glaube, hier ist jetzt nichts wirklich Spannendes. Hier ist nochmal ein Händler irgendwo. Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hat gestern einen Eimer... Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark? Meine Vorräte sind nicht riesig, aber umso köstlicher. Ja, zeig mal her deine Waren. Zeig mir deine Waren. Und sehr interessant, der hat Gwindkarten. Und ein Buch Religion und Leben. Was ich eigentlich suche, wir kaufen erstmal die Karten hier, die brauchen wir auf jeden Fall. Oh, die kosten aber richtig. Feuerskorpion. Das ist eine Einheit. Imperia Brigade. Und Nausika Kavallerie Brigade wahrscheinlich. Und Albrich. Wir nehmen ihn mal alle mit. Hat wieder Geld gekostet, aber... Jetzt könnte man... Nein. Leb wohl. Nein, definitiv in der nächsten Folge werden wir uns hier auf dem Weg zum Weidler machen. Und dann schauen wir mal, wie es mit dieser Quest Familienangelegenheiten weitergeht. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr hier diese Folge durchgehalten habt, wenn ihr bis hierher noch geschaut habt. Ansonsten, ja, kommt jetzt der Endscreen. Die sind vertrimmt worden wie Novigrader Huren. Wundert's dich? Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Wo kam der überhaupt her? Woher soll ich das wissen? Wenn du so neugierig bist, frag ihn doch selbst. Da ging es offenbar um unseren Auftritt am Scheideweg. Und in diesem Sinne bedanke ich mich nochmal fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Yeah.
Ich wünsche euch die Pocken. Hey, was macht ihr? Was macht ihr mich immer allein hier? Dreckskerl. Meint er mich? Langeweile? Dreckskerl. Du wirst am Galgen enden. Du wirst am Galgen enden. Penner. Ja? Ich schlitz dich auf wie ein Schwein. Ja? Zählt er nicht echt? Durch. Du Arschkrampe, du. Okay, der ist in Stufe 22. Ich bin begeistert. Ich muss den jetzt alle machen, weil der geht mir auf den Sack. Schlag den Leben auf, Wiedersehen! Ja, ja. Ich krieg langsam einen lahmen Daumen. Tanzt du uns was vor? Ende.